Zuckerschnoten, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fenzels. Ich durfte mir wieder was aussuchen und deswegen danke ich Fenzels erstmal ganz, ganz herzlich, dass ich das durfte. Weil ihr wisst ja, es ist nicht selbstverständlich und immer wieder freue ich mich, wenn es denn so ist. Ich habe mir wieder tolle Produkte ausgesucht. Ich bin echt schon gespannt teilweise, weil ich auch mal was ganz, ganz anderes ausgesucht habe. Aber da schauen wir zum Schluss rein. Das ist nämlich hier drin. Eine Kiste. Ganz gespannt. So, hier haben wir bestimmt ein Bild drin. Und da haben wir noch ein Bild. Und da haben wir noch ein Bild. Und da haben wir was anderes. Und noch zwei was anderes. So, Tüte weg. Wir fangen mal damit an. Das ist im kleinen Karton und das ist ein Handyhalter. Ist ja cool. Guck mal, hier kann man das so hinstellen. Und irgendwie habe ich ja gehofft, wenn ich mir den... Oh, cool, den kann man sogar rausziehen. Cool, oder? Dann hängt er ein bisschen höher. Oder er liegt jetzt so hin. Zack. Ich mal gucken, ob man den immer den rauszieht, wenn ich mir das Handy an mir hinlege. Ob ich euch das sogar filmen kann dabei, wisst ihr? Also den gibt es auch in verschiedenen Farben. Den finde ich total cool. Weil der auch sehr blattsparend ist, ne? Einfach cool, finde ich den. Ja, finde ich cool. Dann habe ich mir mal so ein Band ausgesucht, ne? Soll 4,5 Meter sein. Und die machen doch das so viele. Hier so drum, dann hält das hier so. Zack. Gerade wenn man eben viel paintet, dann drückt es manchmal. Und wenn man sich das dann hier drum macht, das klebt dann von alleine, ne? Ist das nicht schlecht. Viele nehmen das beim Sticken. Und ich dachte, ach, die Farbe finde ich total cool. Die will ich haben. Und deswegen wollte ich das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Also ich werde es auch beim Painten mal probieren. So, dann habe ich hier, jetzt bin ich gespannt. Das müsste das Teil für meine jüngere Tochter sein. Und jetzt ist die Schere weg. Und da ist er. Oh, ich bin gespannt. Ich freue mich. Die wird Augen machen. Die näht ja auch gerne mal, ne? Ist ja geil. Und so schön eingepackt. Guckt euch das doch mal an, wie viele Schichten das hier sind. Absoluter Hammer. Das ist ein Nadeleinfädler. Oh, ist der nicht geil. Wartet, ich packe den aus, weil ich sehe das dann besser. Na, ihr habt hier sogar ein Magnet für die Nadel, ne? Und hier sind die Nadeleinfädler. Ei, ist das geil. Der glitzert sogar. Seht ihr das? Ja, ein bisschen, ne? Oh, ist der Hammer. Die wird sich freuen. So. So. Dann habe ich drei Bilder. Ein Teilbild. Ihr wisst ja, Straße ist gerade so. Finde ich total cool. Gartenzeit ist doch was vorbei. Also, zumindest habe ich so das Gefühl. Und dann habe ich mir das auch so. Ja, das müsste einfach sein. Ach, ist das genial. Ich liebe es. Wenn ich den schon sehe. Das geht gleich mal so, ja. Ist das nicht süß? Es sind 30x30. Aber das messe ich nicht, ist eh ein Teilbild. Ihr habt hier ein Toolkit in einem Zipbeutel. Und Straßen. Das ist ja wie ein Mandala, ne? Bis jetzt bin ich noch nicht so ein Mandala-Typ und Fan von. Aber da ist ja ein Gnom drin, was soll das, ne? Und wir haben hier hammermäßig geile Steine. Oh. Diese Farben. Alles so ein Türkis und Grün gehalten. Das ist ja so meins, ne? So ein schönes Orange, ein schönes Violett, noch ein Violett, etwas heller, noch heller.
Und dann hier diese Ellipsen. Oh, ich finde die so toll. Die sind wieder in so einen schimmernden Regenbogen. Und die hier. Die mag ich ja sowieso gerne. Die so erhaben sind. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Das gefällt mir. So, haben wir wieder das alltägliche Problem von Melly. Ich kriege das hin. Ne, so ist es zwar auch nicht, aber guck mal, das sind doch echt geile. Hä? Und das ist doof. Tja. Jetzt besser. Also ein ganz tolles Bild. Freue mich drauf. Ich liebe es, zwischendurch solche Straßbilder zu machen. Ich liebe es echt. Ich finde das so schön. Wie haben wir denn die Klebkraft? Super. Und hier ist nichts. Super. Echt klasse. Und die Nase. Hier ist die. Nee. Die Nase klebt ein bisschen. Aber die Hände nicht. Na, mal schauen. Ja, schön. Doch, das eine. Dann habe ich mir noch. Eins für den Herd. Ich habe alles, ne? Ist ja nicht so, dass wir jetzt noch Sommer hätten, wirklich. Einmal einen Welcome-Knoten. Mit Kürbissen. Total schnuddelig. Ich habe ein ganz normales Toolkit. 30x40. Mit 22 Farben. Runde Acrylsteine. Und tolle herzliche Farben. Echt klasse. Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Wir haben natürlich viel Weiß. Ihr habt hier auf den Steinchen die laufende Nummer stehen und die Bildnummer. Ne? Die steht hier oben. Könnt ihr gut wegsortieren. Und ansonsten haben wir wirklich ganz tolle herbstliche Farben. Orange, gelb natürlich, ne? In verschiedensten Nuancen. Von hell bis dunkel. Die ist super knallig. Das ist orange. Das sieht aber echt bald rot aus. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Ach, das gefällt mir doch gleich wieder total. Wieder so ein Bild, wo man schön spielen kann mit AB-Farben. Ha, wie ich das gemacht habe. Das messen wir jetzt aber. Auf jeden Fall. Bin gespannt. Ich werde aber erstmal kurz eine Folie ziehen. Heute ist ein Raschelvideo, oder? Oh, aber das lässt sich nicht vermeiden. Ich höre ja auch nur mit Kopfhörern, ne? Aber ich habe das dann recht leise eingestellt. Und meist habe ich auch nur ein Ohr. Das geht eigentlich beim Raschel, finde ich. So, da haben wir das. Und jetzt werden wir messen. Ne, wo ist er denn hier? Und so süßer, lieber. Wir haben 24,5. Mal 34,4. Tudu, schön. So, und dann habe ich noch ein Bild. Noch ein Bild. Mit eckigen Steinen. Bin ich echt gespannt. Seht ihr wieder, wie verschieden die eingepackt sind, ne? Eckigen, ja? Ich und eckige Steine. Ihr wisst Bescheid, ne? Aber warum denn, ne? Ein ZQF-Bild. Das heißt, ich habe auch Steine dabei. Jo, ich freue mich.
Wir haben hier 35 Farben. Ihr habt hier die laufende Nummer stehen, dann das Symbol oder was auch immer das ist. Dann habt ihr die DMC-Nummer und dann die Anzahl der Steine. Und schaut mal. Das ist zum Beispiel auch wieder so ein Bild, was ich schon lange gesucht habe. Da wieder so eine, nein, nicht so eine ganz harte Leinwand. Ich find's total lustig. Hier haben wir wieder einen Haufen Folie. Rechts und links und links und rechts und oben und unten. Die wir gar nicht brauchen. Aber die wird dann abgeschnitten und dann geht. Oh, hier kann ich euch dann mal was zeigen. Kann man nicht bei allen Bildern. Aber es kommt manchmal vor. Ja, mal schön mit Raster. Und hier oben habt ihr, seht ihr das? Ein Pfeil nach unten. Zwischen diesen dreiblättrigen Kleeblättern. Das ist die Mitte des Bildes und da macht ihr einfach diesen Stein wieder neben. Ist aber nur hier unten. Hier an der einen Seite. Ach nee, hier macht auch. Schaut. Da. Das war die Mitte. Total cool. Ja, da kann man natürlich dann, wenn man das abtrennen will, weiß man genau, wo die Mitte ist. Warum sie es so machen, das kann ich euch gar nicht sagen. Aber ich finde es Hammer, das Bild. Ich freue mich so. Zumal ich das schon lange haben wollte. Und das ist echt ein bisschen doof hier. Ne? Also, ja, das ist so. Da musste ich schon mal so lachen. Bin gespannt, wem es noch so auffällt, ne? Ich habe das bei Facebook schon mal gesehen. Da war das aber ein ganz normales Bild hier, ne? Wenn wir jetzt hier die 30x40 haben. Klebkraft ist auch wieder super. Dann haben wir ja hier ein großes Bild, muss ich sagen. Und das messen wir gleich, bevor wir die Steine angucken, wenn ich mein Master finde. Und da habe ich das schon mal gesehen. Da dachte ich, oh, was ist denn das? Ja, das sieht echt ein bisschen komisch aus. Also hier haben wir 29 mal 38,5. Richtig toll. Freue ich mich. Schön, oder? Freue mich. So, hier haben wir wieder ein Toolkit. Aber diesmal wieder ein tolles Toolkit. Ein besseres. Wir haben hier ein weißes Schiffchen. Wir haben hier so ein 4, kann man sagen, mal Wachs. Ein 4er Setzer, ein 9er Setzer, den 1er Setzer mit Squishy. Und eine Pinzette. Nein, nicht aus Plaste. Ganz toll. Und wir haben vor allem die Aufsätze in dem schmalen. Wir haben hier wieder ein City. Hier müsst ihr wieder einen Zettel reinmachen, weil er auf den Tüten nicht stehen hat, welche Bildnummer das ist. Und hier ist eine meiner Lieblingsfarben wieder dabei. Oh, das ist so toll. Das sind eckige Steine. Acrylsteine. Aber die sehen gut aus. So, jetzt bin ich noch mal gespannt. Hier ist gar kein AB dabei. Ah, das ist gar kein AB dabei. Das ist ein Bild mit mehr Farben. Deswegen. Ich dachte mir, ja, da steht ja gar kein AB dabei. Ich erzähle einen Quatsch. Nee, passt auf. Wenn hier AB dabei wäre, dann würde das hier dahinter stehen. Hier geht es einfach darum, dass es bessere Bilder sind, weil mehr Farben und die Größe natürlich besser ist. Aber ich bin so toll. Und eckige Steine ist auch noch, ne? Wobei die Shops jetzt ja immer mehr eckige Steine haben, war. Oh, ich finde es so toll. 310 haben wir ordentlich. Wobei das mir gar nicht so vorkommt. Naja, doch, hier ist überall. Also bunt gemischte Haufen. Oh, schön, ich freue mich.
Auch wenn es eckig ist, aber ich habe das Bild. Ich habe das Bild. Das ist Schleifchen. Ein tolles Bild. Ihr Lieben, ich freue mich. Ich habe wieder tolle Bilder. Man weiß gar nicht, wann ich das alles tun soll. Das hier wird mal schnell gepainted sein, denke ich mal. Und hier haben wir noch die Extras. Aber jetzt kommt der Hammer. Ich schiebe das mal alles zur Seite. Irgendwie hier. Und da habe ich noch was für euch. Und zwar was Neues, wo ich mich auch mal wieder ausprobieren möchte. Nämlich ein Puzzle. Und zwar ein SpongeBob. Na, wer liebt SpongeBob? Genau, meine jüngere Tochter. Und da dachte ich, das muss ich doch bestellen. Die Puzzleteile sind aus Pappe. Also die gehen ganz schnell kaputt. Das ist richtige Pappe. Da müsste, ja, für kleine Kinder ist das nichts. Ne? Die kauen da drauf rum, dann ist das breit gematscht. Ja, was die Buchstaben jetzt hier hinten zu bedeuten haben, das kann ich euch noch nicht sagen. Aber wir werden es zusammen puzzeln, denke ich mal. Das wird, ja, eine Hilfestellung sein. Sicherlich, ne? Das ist ja alles eh. Aber wir werden sehen. Ich werde das mit euch puzzeln. Und meiner Tochter. Immer mal irgendwie und irgendwann und irgendwo. Hier haben wir zum Beispiel A stehen. Wir werden das auf jeden Fall irgendwie mal zusammentun. Mal schauen. So, ja. Jetzt habe ich mir natürlich schon die Puzzleteile aufgeschrieben. Ne? Oder? Nee. Also ich kann euch das nicht sagen, wie viele Puzzle das sind. Aber ich kann euch sagen, dass es 75 x 50 cm groß ist. Scheibenkleister. Das ist echt so groß. Boah, da puzzeln wir ja ewig. Also ob das dieses Jahr noch wird, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich denke, es wird. Da kommt der auf jeden Fall total toll raus. Bei so einer Größe. Wow. Das ist ein Stück Hose. Das passt nicht. Hätte ja sein können. Ich freue mich. Ich freue mich echt drauf. Ich werde das erst nach Buchstaben sortieren und dann werden wir sehen, wie es wird. Oder ich mache euch immer mal einen Short. Mal gucken. Ich freue mich jedenfalls. Mal was völlig anderes. Und ja. Und meiner Tochter wird es auch gefallen. Ne? So, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, ein neues Video von mir. Ich wünsche euch etwas. Nämlich, dass ihr fröhlich seid und glücklich seid und zuversichtlich seid und vor allem gesund. Viel Spaß beim Puzzeln, Painten, Stricken, Häkeln, was auch immer. Tschüss! Thank you.